vorletzter Tag unserer Tour. Heute geht es nach Berka bei Gerstungen, wo wir dann morgen mit der Bahn starten werden. Es ist jetzt wieder kurz nach 9:30 wie immer. Wir starten. Sehr früh mit Anstieg hier, so wie sich das hier hört. Elbherz. Seifahrts Ehrenberg. Scheiße, ich komme nicht mehr auf das große Blatt drauf. Eine Panne am Morgen. Der große Gang vorne lässt sich nicht mehr aufmachen. Der Bauernzug ist hier aufgespleist. Muss man jetzt im 5 Kilometern ist wohl eine Fahrradwerkstatt. Dann werden wir das mal reparieren lassen, wa? Teiden. Na, Teide. Dieser Anstiege hier. Die Grotte der Jungfrau Maria. Jeden Donnerstag Gebet. Button. Bilders sind wir. Hier ist es, ja? Ja, cooler. Ach, echt? Ja. Wieder. Mit dem Radladen hat das nicht geklappt hier. Der ist bis 10.09. im Urlaub. Und ja, sieht wohl schlecht aus, sagt Lars Necki gerade. Naja, müssen wir mal schauen. Muss ich halt mit den zwei Gängen auskommen vorne. Ach, alter Triebwagen. Der alte Bahnhof hier. Schön. Ja, machen wir hier auf dem Bahnweg. Ulsterradweg ist es. Aura, Stadt Tann.
Moin. Spitzenstrecke wieder heute. Durch Detges. Bollardshof. Heute ist ein Rollertag. Geht da fast nur abwärts. Nice! Hier habe ich einen Tann in der Rhön. Grüner Land. Verboten, wa? Rhönerland, die Rhönräuber. Ein kleines Museumsdorf. Ja, wir sind jetzt in Tann, in der Rhön. Große Kirche hier in Tann. So, unsere Mittagspause beendet. Mein Bauernzug löst sich immer mehr auf. Ich glaube, der reist bald. Hoffentlich finden wir noch irgendeinen Laden oder was. Morgen oder Mahlzeit. Festzelt hier. Große Party heute scheinbar. Auf Wiedersehen Hessen. Wir erreichen Thüringen. Geisha, wa? Nicht Geisha. Ein Berg, dessen Name uns nicht geläufig ist. We'll be right back.
Geiser. Die Geischer. Aber wir umfahren es. Ein bisschen. Das ist Geiser an der Ulster. Die Halle der Werktätigen. In Geiser. Butler. Der Fluss begleitet uns. Das ist er, die Ulster. Ja, so ein Fahrradhighway hier. Jetzt in wenigen Taft Mansbach. Der alte Bahnhof hier. Wir haben schon reichlich Höhenmeter, sind der Rhön wieder verloren. Hier ist ein kleiner Rastplatz. 13:30 machen wir erstmal Päuschen hier. Ehemaliges Grenzgebiet hier. So, nächster Ort ist in Philippsthal. Da waren wir ja schon mal. Ja, wir hatten jetzt gerade kurze Rast gemacht und erfrischende getrunken. Nur so 30 Kilometer. Die Ulster nehmen uns. Pferdsdorf in der Rhön. Ein wunderbarer Bahntrassenradweg hier. Das rollt ja fast von alleine. Aber auch nur, weil wir in der richtigen Richtung unterwegs sind. Ja, kleine Hütte hier, herrlich. Sind wir wieder hier. Eine Rutsche. Ah ja, hier lang wahrscheinlich. Unter Breitzbach war auf der Strecke. Sind wir jetzt unter Breitzbach. Philippsthal. Der nächste Ort.
Reizenbach, weiter nach Räsa. Steile Abfahrt. Aha. Pferdeweg. Oh, mal ein naturnaher Weg hier. Single Trail. So, wir gehen in Philippstal. Da waren wir ja schon mal. Carsten sagt, der Kreis hat sich geschlossen. Hier waren wir schon und kamen von dort drüben, glaube ich. Ach, von da. Ah, vor einer Woche. Knapp. Jetzt fahren wir im Prinzip noch mal ein Stück den Weg, den wir schon mal gefahren sind, bis kurz vor Gerstungen, wo es morgen mit dem Zug nach Hause geht. Damit haben wir übrigens die Ulster abgefahren, die hier in die Werra mündet. Unseren dritten Flussradweg. Hier ist diese Bergmannshäuse. Da ist er. Schön gemütlich. Schön gemütlich, sagt er. So, hier waren wir vor einer Woche schon mal lang gekommen, hinter Philippstal. Im Prinzip folgen wir jetzt dem Werra Radweg wieder bis Gerstungen fast. Da wollen wir heute übernachten. Hier sind diese Abraumhallen vom Kaliseit, Abbau, Bergwerk, Gedöns. Hahnrode. Lengers, erreicht. Nochmal einen Werra-Blick. Voll den Gegenwind hier teilweise. Boah. Richtig anstrengend. Ja, hier sind wir vor einer Woche knapp schon mal lang. So, da sind wir wieder, wo wir vor einer Woche waren. Und Herr Fischer pinkelt. Der Abendsonne entgegen. So, die letzten 3 Kilometer. Den haben wir's. Wir waren gerade noch einkaufen. Der griechische Abend heute, nicht ganz griechisch, mit Hühnergeschnetzelten, aber Tzatziki. Herzlich willkommen. Oh, ein Kätzle. So, da sind wir hier im Berka untergekommen, am Freizeitcamp. Zelte stehen.
Carsten mimelt noch ein bisschen rum am Stuhl. Ist jetzt auch schon 6:30. Meine Schaltung hat gehalten, also insofern sind wir gut durchgekommen. Da unten ist die Werra. Sonntagmorgen. Wir starten jetzt mit dem Zug. Dann geht's nach Hause für uns. Hier war unser Campingplatz die Nacht. Carsten wartet schon da vorne. So, das war unsere Tour. Die letzten Meter. Guten Morgen erstmal. Wie gesagt, Sonntag heute. 7:21 fährt unser Zug von Gerstungen. Gerstungen. Jetzt nochmal hier die Werra. Tschüss Werra. War schön. Herrlicher Sonnenaufgang heute. Fantastisch. Da müssen wir doch noch ein Bild machen. Ja, wo ist die Eisenbahn? Der alte Bahnhof. Bahnhof Gerstungen. Erreicht. Das ist unser Zug nach Eisenach. Aus Carsten, unsere Räder und das bin ich. Ja, dann sagen wir mal Tschüss, wa? Im Zug werde ich jetzt nicht mehr filmen. Winke, winke, ciao, ciao.